Hallo ihr Lieben. Ich wurde gefragt auf meinem YouTube-Kanal bei dem einen Video, wie denn meine Fudoris mit den Ledersheets aus dem Action aussehen. Ich habe ja noch eins über, was fertig ist. Das muss ich heute noch verschicken. Und eins, was nicht aus Leder ist, das ich aber auch für jemanden gebastelt habe. Das liegt hier aber noch auf Warteschlange, auf Warteschleife, bis derjenige ja, die Chance hat, das dann zu nehmen. Ne? Ich meine, ich will ja auch keinen dazu drängen. Ne? Ich habe es nur auf Auftrag fertig gemacht. Und jetzt warte ich, bis es bei der Person etwas besser aussieht. Ja, also das hier wäre zum Beispiel ein Fudori aus diesen Ledersheets vom Action. Hier ist ein Bömmelchen vom Action dran. Ein Schmetterling. Hier haben wir ein Handmade-Zeichen. Hier oben habe ich noch einen kleinen Schlüssel. Das Fudori wird von innen, also an dem Ledersheet, wird passendes Papier festgeklebt. Und zwar klebe ich das mit dem Tombow fest. Hier mit diesem hier. Und dann wird das eine ganze Weile rundherum einmal festgemacht mit Klammern. Ja, und dann kann das Ganze in Ruhe trocknen. Ja, das ist also das Fertige, was ich heute noch verschicken muss. Da sind dann halt die vier Heftchen drin, die genutzt werden können, wie man möchte. Hier ist dann noch so ein kleines Sternchen. Dann halt noch mein Stempelchen. Ja, das geht auf jeden Fall jetzt gleich noch auf Reisen. Ach so, das wollte ich euch auch zeigen. Und zwar mache ich hier die Löcher mit den Eyelets verstärken. Und das mache ich auch bei diesen hier. Das geht ganz gut mit der Crocodile. Ja, also ich mag sie gar nicht mehr missen. So, und das ist das andere, was noch fertig ist, was jetzt momentan noch auf Warteschleife ist. Das ist halt mit diesem tollen Papier vom Action eingeschlagen in Buchfolie. Hier dann auch das Handmade-Emblem. Dann habe ich hier, dadurch, dass das ein Federmuster ist, halt eine Feder dran gemacht. So, manchmal muss man gerade bei diesen mit der Folie das einmal wieder ein bisschen feststreifen. Die Folie. Die löst sich irgendwann einfach mal. Das ist aber ganz normal. So. Hier sind dann innen drin mit Braun. Da habe ich braunes Papier geklebt. Und dann haben wir hier halt die Heftchen in den passenden Farben dazu. Ja. Auch das ist echt wunderschön. Ich bin auch dabei, das Ganze noch ein bisschen zu überarbeiten. Also ich versuche das gerade so ein bisschen, weil ihr seht hier, sind zum Beispiel die Löcher übereinander, bei dem hier schon nebeneinander. Ich bin einfach dabei, das ein bisschen zu optimieren. Ich habe mir jetzt auch was Neues einfallen lassen, gerade für kalendertechnisch. Und zwar kann ich euch das mal zeigen. Eigentlich wollte ich die Kalender so machen. Das ist jetzt angeklebt, ne? Ich habe Kalender ausgedruckt und dann in die Bücher reingeklebt. Nee, ist
nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe noch eins jetzt in Bearbeitung, wo ich noch bei bin. Das wird dann eins mit diesen Glitzer-Sheets. Das sind auch die, die beim Action bei den Ledersheets mit bei sind, das Glitzer. Und das werde ich auf jeden Fall, werde ich die Kalender hier noch ändern. Aber das werdet ihr dann auch sehen, wenn es fertig ist, wie ich das Problem gelöst habe. Ja, für heute war es das erstmal, was ich euch zeigen möchte. Aber es wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen was dazukommen. Ich habe auch schon einige mit Leder verschickt. Da bin ich nicht mehr zugekommen, die zu filmen. Aber die nächsten werdet ihr auf jeden Fall sehen. Ich werde jetzt immer so Monat für Monat sammeln und dann gibt es einmal zum Ende des Monats dann ein Craft-Update, wo ihr dann alles seht, was ich so gemacht habe. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis gleich. So, hier ist dann einmal das nächste Fundori, was ich jetzt seit kurzem gemacht habe. Das ist jetzt dieses Glitzerpapier von diesen Sets aus dem Action, wo auch das Leder drin ist. Ich habe es noch ein bisschen überarbeitet, also die Löcher seht ihr, die sind hier auch nebeneinander. Dann habe ich dafür dieses Gebamsel ein kleines Kettchen dran gemacht. Ich habe eine dünnere Kordel genommen und das dann zweimal durchgezogen. Dann kann man bis zu 4 Hefte ohne irgendwas, das was auseinanderfällt, noch mit reinmachen. Ja, hier dann halt mein Made with Love. Hier haben wir eine Feder. Dann habe ich hier einen Bommel aus dem Action dran gemacht. Und ein Herz mit 2 Tauben. So, das ist es dann von innen. Es geht wieder in die Gorgeous-Richtung. Und ich habe noch was verändert. Ich habe Kalenderblätter erstellt, die auch doppelseitig bedruckt sind. Ne? Das heißt, hier sind jetzt zum Beispiel 5 Hefte mit dabei. Da ist dann einmal der Kalender. Dann hat man hier kariertes Papier. Hier nochmal kariertes Papier. Hier haben wir liniertes Papier. Und hier ist dann nochmal ein separater Kalender mit dabei. Von 2019. Der kommt, also ich mache, wenn ich jetzt die nächsten Fudoris mache, ich mache immer Kalender für 2 Jahre mit rein. So, hier haben wir dann einmal das Sternchen als Konter, dass das Band da nicht durchflutscht. Ja, das ist das nächste Fudori. Finde ich ganz süß, ist gut geworden. Ich habe mit meiner Freundin auch noch ein anderes gebastelt. Da müssen wir uns aber erst das Okay geben, dass ich es dann auch zeigen darf. Weil das ist von einer Firma. Ein eventuell Mitglieder von Dori. Wir wissen es noch nicht, was dabei rauskommt. Ja, aber das ist schon mal so. Finde ich ganz süß mit dem Glitzer umrum. Also ganz, ganz niedlich. Thank you.
So, ich habe wieder ein paar Teile fertig gemacht fürs Craft Update. Ich weiß gar nicht, womit ich jetzt zuerst anfangen soll. Ah, ich fange einfach mal hiermit an. Und zwar habe ich in einem Video ja den Kartenständer gebastelt mit euch zusammen. Ja, der hat halt die Möglichkeit mit 5 Fächern, wo ihr den halt unterschiedlich aufteilen könnt, was euch so gefällt an Kartenthemen und so. Wenn ihr habt halt einfach die Übersicht, ne? Und dementsprechend, ja, habe ich den gebastelt. Dann habe ich mit meinem Plotter mir Boxen gemacht. Ja, das Papier ist nicht gerade schön, aber für mich jetzt einfach nützlich, ne? Und zwar habe ich eine Box gemacht, wo ich die Stempel ausplotter auf Aquarellpapier und eine Box auf Markerpapier. Die sind echt sehr, sehr geräumig. Also da passt richtig viel rein. Ich habe jetzt noch nicht allzu viel drin. Die wird hier so zusammengeklappt und dann eine Lasche rüber, dann die zweite Lasche rüber und schon ist sie zu. Also davon habe ich die 2 gemacht. Die säumen hier auch mein Tischlein, damit ich auch immer dran denke, dass ich doch auch noch Stempel habe. Dann habe ich einmal hier die Box geplottert. Das ist halt eine mit einem Schmetterling. Also mehrmals auf und zu machen kann man diese nicht sehr gut mit dem Papier, weil das halt einfach ausfranst. Aber ansonsten finde ich das ganz süß. Ja, dann habe ich ein neues Fudori gemacht. Richtig hier so mit so einem Feldbommelchen. Dann haben wir hier, ich hole euch mal einmal näher an, dann muss ich mich nicht so recken. Dann haben wir hier so ein Anhängerchen. Mein Handmade Hand. Und dann haben wir hier ein Einhornhorn. Das hört sich immer an, Einhornhorn. So, und zwar habe ich meine Fudoris im Allgemeinen sehr umgearbeitet. Zum einen gibt es Kalender 2018 und 2019. Der 2019 kommt lose dazu. Und bei denen habe ich Sticky Notes vorne an das Cover geklebt. Im Allgemeinen den Kalender habe ich seid ihr ein bisschen zu nah. So, habe ich auch doppelseitig kopiert, ne? Hat mich sehr viel Zeit gekostet, aber es hat funktioniert. Also das passt einwandfrei. Dann haben wir hier jetzt dann das Fudori. Was ganz besonders ist, ich habe hier eine Aufbewahrungshülle. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich meine Karte zum Zeigen lassen habe. Da ist sie. Und zwar könnt ihr da Karten nehmen und könnt sie reinschieben. 2 Stück, also für 2 Karten habt ihr Platz hier drin. Einmal oben und einmal unten. Also das klappt wunderbar. Auch hier oben ist noch einmal ein Sticky Note, so ein paar Blättchen, wenn man sich mal schnell was notieren möchte. Ja, dann habt ihr Kalender 2018. Genauso wie 2019, hier mit den Sticky Notes und doppelseitig doppelseitig kopiert. So, dann habt ihr hier ein Heftchen. Da habt ihr linierte Seiten drin. Das nächste Heftchen ist mit Blankopapier. Und das dritte Heftchen ist in kariert. Wo ihr vorne die Aufbewahrung habt von Karten, habe ich hinten so eine kleine Tasche gezaubert. Sie ist hier unten ein Stückchen verschweißt und hier oben ein kleines Stückchen verschweißt.
damit euch die Sachen halt nicht einfach so rausfallen. Ich habe jetzt hier als Zugabe so ein paar Agenda-Sticker, die kommen mit rein, wenn jemand sich dafür interessiert. Die habe ich halt da hinten jetzt erstmal reingesteckt, damit wir da auch was drin haben, ne? Ja, hier hinten haben wir dann einmal ein Herz mit Unendlichkeitszeichen. Also so im Ganzen finde ich das richtig, richtig cool. Also das ist richtig geil geworden. So werden auch die anderen die nächsten definitiv, weil das ist das Optimum, ne? Ich habe hier umrum genäht. Also das ist alles per Hand genäht, dass das so ein bisschen strichelig ist. Natürlich könnte man die Naht etwas weiter zum Rand setzen. Und vor allen Dingen dann auch diese Abstände ein bisschen kleiner. Aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich finde das ganz cool. Ja, das sucht vor allen Dingen auch noch ein Zuhause.
heute habe ich mit euch in einem Tutorial, das werdet ihr wahrscheinlich etwas später sehen, ein kleines Regal gebastelt. Und zwar ist das von Action, dieses Gewürzregal. Das habe ich mir halt ein bisschen fertig gemacht. So, jetzt hole ich euch wieder näher ran. Ich habe halt anderes Papier benutzt und ich habe mir Bronze-Embellishments draufgeklebt. Hier ein bisschen mit Strasssteinchen gearbeitet. Ja, ich finde das cool. Das kommt auf jeden Fall auf meinen Schreibtisch. Ich brauche immer noch so ein bisschen, wo ich ein ganz klein bisschen was reinpacken kann. Und da kam mir das ganz gelegen. Deswegen, da gibt es auf jeden Fall ein Tutorial zu. Das wird etwas später kommen als jetzt das Craft-Update, nehme ich an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber geht mal von aus, dass das noch kommt. Ne? Aber das gibt es auf jeden Fall. Ja, ich mache dann jetzt diesmal Schluss mit diesem Craft-Update. Ihr werdet das sehen, wo ich dann eventuell schon in der Reha bin. Ich muss ein bisschen Zeitfüller haben. Deswegen wundert euch nicht, wenn es ein bisschen ruhig um mich wird. Ich meine, ich habe jetzt schon die letzten Zeiten weniger Videos hochgeladen. Ich habe einfach so ein leichtes kreatives Loch gehabt. Und ja, dann kann ich einfach nichts tun. Vor allen Dingen ein bisschen Stress und so. Dann ist es meistens so, dass ich dann irgendwas anderes mache im Bastelzimmer, nur halt nicht bastel, ne? Ja, in dem Sinne würde ich einfach sagen, wünsche ich euch noch eine schöne kreative Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye!